hatte hier teils Spaß, teils war es auch ein bisschen langweiliger, ein bisschen dröge, aber naja, das kann ja passieren. Aber es hat mir insgesamt auf jeden Fall sehr gut gefallen. War eine spannende Erfahrung, die ich hier machen durfte. Und ja, Piraten. Es war anstrengend, sagen wir mal so, mit den anderen Parteien, also mit anderen Fraktionen, einen Konsens zu finden zu den Anträgen. Ich habe ja den Beratungsausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit. Und morgen, am letzten Tag, am Samstag, werde ich auch eine Rede halten zu dem Thema gesellschaftswissenschaftliches Abitur. Worauf ich mich auch sehr freue, weil wir uns heute den ganzen Tag intensiv auch damit auseinandergesetzt haben. Und ja, ich freue mich einfach darauf, das vor den anderen auch zu präsentieren, was wir darüber so denken. Ich werde darüber berichten, dass die Piratenfraktion einstimmig für das Wahlalter 16 ist. Es ist gerade 23.15 Uhr. Wir haben irgendwie seit zwei Stunden eine Rede geschrieben. Es war nicht ganz einfach, aber wir haben uns gegenseitig geholfen. Insofern ging es ganz gut. Ich persönlich fand das ganz gut, dass wir den Antrag bezüglich des gesellschaftswissenschaftlichen Abitur immerhin auf die Weise jetzt durchbekommen haben. Weil wir wollten im Prinzip, dass das Abitur trotzdem ohne zusätzliche Fächer geschehen wird und dass wir auch mehr Freiheiten bekommen. Aber mich freut, dass unser Antrag mit der Europarunde tatsächlich durchgekommen ist. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil als kleinste Aktion hier hätte ich nicht gedacht, dass wir irgendwie kriegen. Aber das hat mich sehr gefreut. Also das Beste fand ich auch von unserer Partei natürlich mit die ganze mit dem Männchen. Ehrlich und ja, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das Gute war dann letzten Endes das Zusammentreffen der gesamten Fraktion hier zusammen, Meinungen von anderen zu sehen, auch in Gruppen, auch ein wirkliches Schauspiel eher, wo dann halt schon mal klar war, welche Meinung man eher vertritt, was man jetzt versuchen wollte zu erreichen, gehört mit dazu. Ich glaube, in den 30 Minuten, die ich hatte als Landesvorstand, war ich 20 Minuten erstmal nervös. Diese Nervosität hat nicht abgenommen. Ich habe auch ein bisschen, so wie soll ich sagen, ein paar Fehler gemacht, aber das hat keiner gemerkt, weil ich das nicht gezeigt habe. Ja, und die letzten 10 Minuten hat es langsam angefangen, Spaß zu machen, und dann musste ich meinen Platz wieder abgeben. Liebe Jugendliche, helft uns mal umzusetzen, dass wir ein echtes Jugendparlament haben und nicht so einen Jugendlandtag, wo wir eigentlich nichts machen dürfen, wo sie sagen, wir können die Regeln nicht mehr ändern, aber dann dreimal die Regeln ändern zum Schlechteren. Und du dann, wenn du mit den anderen darüber diskutieren willst, dann gesagt kriegst, nee, es ist jetzt so gesetzt, wo wir dann auch wirklich diskutieren dürfen und wo eigentlich Diskussionen nicht so gewünscht sind, was man so wahrscheinlich mitkriegt. Und tut was, denkt selbst. Hallo, ich bin Maya, ich bin neu in Deutschland, aber sowieso bin ich hier beim Landtag, und ich bin zufrieden, ich habe zu viel hier gelernt, auch über politische Systeme in Deutschland, auch über Landtag. Und ja, ich bedanke Piraten, viel Spaß, ciao!